Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Gamers Revolution. Ich bin der Propaganda und heute gibt es eine Prognose zum Champions League Finale zwischen Bayern und Borussia Dortmund von mir. Ja, ausnahmsweise werde ich mal nicht selber spielen, sondern nur kommentieren und unter folgenden Einstellungen wird gespielt. Das Spielniveau mache ich auf Top-Spieler, weil Superstar ist ein bisschen zu langweilig zum Zugucken. Spiellänge auf 10 Minuten mit Verletzungen, zufällige Tagesform, Verlängerung, Elfmeterschießen, falls es so weit kommen sollte, und die Anzahl der Einwechslungen auf 3. Es wird natürlich im Wembley-Stadion gespielt und mit dem Finalball von Adidas für Wembley. So, los geht's. Die Spieler kommen aus den Katakomben. Gleich kann das Spiel beginnen. Hier die Gesichter des Champions League Finals 2013 in Wembley. Es freut natürlich die Engländer ganz besonders, hier zwei deutsche Teams zu sehen in ihrer Hauptstadt. Und ich würde mal sagen, uns freut es genauso. Ich hoffe, das wird ein spannendes Finale zwischen zwei ausgeglichenen und vor allem auch rivalisierenden Teams. Die Aufstellungen sind wie zu erwarten. Bei Bayern hat sich nichts getan im Vergleich zu dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach letzte Woche. Und bei Dortmund sind Hummels und Götze mit dabei. Die beiden, die noch in Frage standen, ob sie denn überhaupt am Finale teilnehmen könnten. Und jetzt geht das Spiel auch schon los. Anstoß für die Bayern in Schwarz hier. Und auch schon der direkte Ballverlust an die Dortmunder. Gündogan wollte Błażejkowski schicken, Alaba hat da gut aufgepasst und jetzt Ribéry setzt sich da sehr stark durch auf der Seite. Super schöner Pass auf David Alaba und ist das vielleicht schon das 1 zu 0? Und Thomas Müller mit dem 1 zu 0, der frühe Führungstreffer in der 5. Minute. Was für ein Start von den Bayern, von Thomas Müller. Super gemacht hier, Ribéry setzt sich da klasse durch. Sieht Alaba, sieht die Lücke, schickt den Pass. Und Roman Weidenfeller sieht da gar nicht gut aus in dieser Situation. Hat hier irgendwie so ein bisschen, ja, Orientierung verloren und guckt den Ball einfach nur noch hinterher. 1 zu 0 durch Thomas Müller für den FC Bayern München. Und weiter geht's. Jetzt müssen die Dortmunder eine Antwort finden. Damit sie hier nicht untergehen. Die dürfen jetzt auf jeden Fall sich nicht zu sehr beeindrucken lassen von diesem frühen Gegentreffer. Und vielleicht hier auch schon die Chance zum
Ausgleich, aber Neuer ist auf der Hut und fängt die Flanke ab. Arjen Robben über den rechten Flügel setzt sich gegen Bender durch. Kann er da die Flanke bringen? Ja. Und die kam auch an. Aber keine Gefahr fürs Tor. Flanke mit dem schwachen rechten Fuß. Und Thomas Müller haut das Ding weit drüber. Müller Kopfballsieger. Schweinsteiger. Und Foul an Mandzukic von Marco Reus. Ist da vielleicht auch schon ein bisschen Frust im Spiel, wenn man so früh zurückliegt in einem Champions League-Finale. Und da ist das 2-0. Jerome Boateng. Was für ein Tor. Ist das vielleicht schon die Vorentscheidung? 2-0 für die Bayern. Nach einem weiten Freistoß von Schweinsteiger. Und Boateng zieht hier Volley ab. Sehr schön geschossen. Und ich glaube, in dieser Situation darf man dem Torwart keinen Vorwurf machen. Wenn überhaupt, dann der Abwehr, dass Boateng da so frei steht. Mats Hummels hier neben ihm bedrängt ihn nicht stark genug. Und dann dieser wunderschöne Volley-Schuss zum 2-0. Wer hätte das gedacht? Bayern München in der 13. Minute bereits mit 2 Toren vorne hier in Wembley. Und Dortmund muss sich jetzt hier ganz schnell fangen und etwas überlegen, was sie diesen Bayern entgegensetzen müssen bzw. können. Jetzt der nächste Angriff über Thomas Müller. Fehlpass. Aber Mandzukic setzt hier sehr schön nach. Und kann den Ball ins Aus klären. Fehlpass Dortmund. Aber wieder im Ballbesitz. Und vielleicht geht jetzt etwas. Über Piszczek, über die rechte Seite. Foul von David Alaba. Vielleicht ja eine gute Flanke jetzt von Piszczek. Aber Philipp Lahm kann per Kopf klären. Hier kein guter Pass von Müller. Aber er bleibt im Ballbesitz. Oh, da war ein Foul an Arjen Robben. Das wurde nicht geahndet. Vorteil, hat der Schiedsrichter gesagt. Aber da kann man auch durchaus mal abpfeifen und eine Karte zeigen. Und Subotic regt sich hier natürlich vollkommen zu Recht auf. Da läuft irgendetwas ganz schön schief bei den Dortmundern. Gündogan, jetzt Blazikowski. Aber David Alaba mit einem sehr guten Tackling und kann klären. Und hier im Gegenzug schon Arjen Robben. Sieht Ribéry da auf der anderen Seite komplett freistehen. Sehr schöner Seitenwechsel. Ribéry zieht nach innen. Martinez am Ball. Und Müller verliert ihn dann. Aber immer noch Ballbesitz Bayern München. Die machen hier ganz klar das Spiel. Drängen auf das dritte Tor. Die sind noch nicht zufrieden. Und Robben wird hier zum Eckball geblockt. Wieder eine Flanke von Robben mit rechts. Kam gut auf Ribéry, aber
Sicher gehalten hier von Roman Weidenfeller. Distanzschuss. Bastian Schweinsteiger prüft Weidenfeller aus gut 20 Metern. Aber hier kann er sicher parieren und zur Ecke abwehren. Mats Hummels klärt. Und jetzt Abstoß für Borussia Dortmund. Nach diesem missglückten Distanzschuss von Martinez. Und Dortmund verliert schon wieder den Ball direkt nach dem Abschluss hier von Roman Weidenfeller. Robben mit einer super Gelegenheit. Mandzukic setzt eine schöne Szene. Aber Robben schießt da zu schwach, um Roman Weidenfeller zu überwinden. Die dritte Ecke für Bayern München. Und Müller wird hier geblockt. Und damit die vierte Ecke. Diesmal tritt Ribéry. Und bekommt den Ball direkt wieder vor die Füße. Oh, direkte Flanke zurück. Aber Robben konnte den Ball nicht vernünftig annehmen. Und somit ist jetzt erstmal wieder der Ball raus hinten bei den Dortmundern. Vielleicht können sie jetzt mal nach vorne was bewegen, aber nicht mit solchen Fehlpässen hier. Sehr starkes Tackling. Von Gündogan war das, glaube ich. Lasikowski, Piszczek. Gündogan. Und Lewandowski kann den Ball hier nicht vernünftig annehmen und verliert ihn wieder. Da fehlt die Idee bei den Dortmundern. Die finden einfach kein Durchkommen gegen die Abwehr der Bayern. Vielleicht kann der Herr Klopp die ja nochmal in der Kabine motivieren. Die Halbzeitstatistik ist eigentlich relativ ausgeglichen, was den Ballbesitz angeht und die Passquote. Aber man sieht auch sehr gut, dass in der Offensivabteilung gar nichts geht bei Dortmund. Wir haben noch keinen Schuss abgelassen, weder aufs noch neben das Tor. Und das spricht ja eigentlich schon deutlich für sich. Bayern bisher sehr dominant mit einem sehr guten Offensivspiel. Dortmund hingegen umso mehr mit Patzern hinten und schwach vorne bisher. Mal sehen, was die zweite Halbzeit noch bringt. Vielleicht schafft es Dortmund ja nochmal zurückzukommen und hier den Anschluss zu machen. Auf jeden Fall ist noch nichts gelaufen. Dafür ist der Fußball ja bekannt, dass alles passieren kann. Aber bisher kommt Bayern auch wieder aus der Kabine sehr dominant heraus, reißt sofort das Spielgeschehen wieder an sich. Und hier kann Mats Hummels im letzten Moment klären. Oben schwache Ecke. Erneuter Versuch auf Ribéry. Aber daraus wird nichts, Weidenfeller schnappt sich den Ball. Und jetzt müssen die das natürlich mal ein bisschen intelligenter spielen da vorne, anstatt einfach den Ball wegzuballern.
Jetzt hat nämlich Bayern direkt wieder den Ball. Und Ribéry startet total durch. Hat hier einige stehen lassen, aber man sieht jetzt dann mit dem Vorpass. Gut aufgepasst hier von Mandzukic. Jetzt David Alaba über die linke Seite. Schickt Müller. In der Mitte ist, glaube ich, keiner. Doch, da ist Robben und da ist das 3:0. Robben mit einer Flugkopfballeinlage auf die Flanke von Thomas Müller. Und das ist jetzt wohl doch die Entscheidung, nachdem Dortmund zu Beginn der zweiten Hälfte kein besseres Spiel gezeigt hat, hier jetzt wohl der K.O.-Schlag. Müller kämpft sich hier bis auf die Grundlinie durch und kann dann im letzten Moment noch überchippen. Ich hatte eigentlich schon gedacht, der wäre im Aus. Und da steht Robben komplett frei. Absolut kläglich verteidigt, davon Schmelzer müsste es sein. Ja. Und Schmelzer springt sogar noch hoch, aber keine Ahnung warum. Und ja, keine Chance für Roman Weidenfeller auch bei diesem Tor. 3:0. Klare Sache hier im Wembley Stadion. Und der BVB wechselt. Gündogan geht und Sebastian Kehl darf noch 30 Minuten spielen. Und wieder eine Ecke. Und noch ein Wechsel. Schieber kommt für Bender. Dortmund will jetzt offensiv gehen, muss jetzt offensiv gehen. Wenn sie denn noch überhaupt eine Chance haben, dann diese. Aber Bayern ist immer noch in der Offensive. Blaschikowski grätscht hier komplett daneben. Und da wäre fast das 4:0 gewesen. Schweinsteiger mit einem sehr laschen Schuss, aber abgefälscht, gefährlich abgefälscht. Und zum Glück für die Dortmunder knapp neben den Kasten. Martinez mit einem Schuss auf die Tribüne. Also zumindest bei den Ecken haben die Dortmunder bisher alles unter Kontrolle. Daraus ist bisher noch nichts geworden für die Bayern, obwohl sie schon einige davon hatten. Und mit solchen Pässen gewinnst du einfach kein Spiel. Ribéry fängt ihn hier locker ab und kann sich dann gut nach vorne durchsetzen. Arjen Robben jetzt über rechts. Hat viel zu viel Freiraum. Mandzukic wollte ihn nochmal auf Robben bringen. Sehr schön gesehen da von ihm. Anstatt einfach drauf zu hauen. Und jetzt Müller mit einem Kullerbällchen in die Arme von Weidenfeller. So, und da sind dann direkt wieder zwei Bayern beim Gegner und können den Ball erobern. Aber vielleicht jetzt Götze auf Julian Schieber. Und der steht hier alleine vor Manuel Neuer und kann ihn nicht überwinden. Das war der erste Torschuss für Borussia Dortmund in dieser Partie. Unglaublich. Und wieder ein Angriff der Bayern über Arjen Robben, der sich hier einfach so durchsetzen kann, und Ribéry staubt ab. 4:0. Jetzt wird's langsam eine Packung. Das ist natürlich bitter für die Dortmunder. Und Revanche für die Bayern für das Pokalfinale im letzten Jahr, wo es auch eine ziemliche Klatsche gab mit 5:2.
Aber sowas darf einfach nicht passieren in der Abwehr, dass der Robben da so durchkommt. Das ist ein Kindergartentrick. Versucht durch die Beine und läuft dann einfach am Verteidiger vorbei. Und das mit Mats Hummels, dem wohl besten deutschen Verteidiger, den wir momentan haben. Das ist absolut sträflich und Ribéry bestraft es dann auch mit dem 4:0. Und jetzt noch 15 Minuten hier für die Galerie, weil ein Spiel normal so lange dauert. Aber entschieden ist es schon alle Male. Hier auch wieder sehr schwach gepasst. Dante auf Robben, der steht komplett frei und kann wieder durchstarten. Könnte jetzt Mandzukic schicken oder es sogar alleine machen. Wird ja nicht bedrängter von den Dortmundern und haut das Ding ganz knapp neben den rechten Pfosten. Hier ist ein typischer Move von außen nach innen und zieht dann ab. Ist vielleicht ein paar Meter zu weit gelaufen, bevor er geschossen hat. Aber das wird ihn jetzt wohl nicht mehr ärgern bei diesem Spielstand. Und hier schon wieder dieser Trick, den er eben auch schon gebracht hat. Vor dem Tor von Ribéry und Mandzukic zum 5:0. Was ist das für ein Spiel? Jetzt darf Mandzukic auch noch mal ein Tor schießen. Und das ist schon eine Deklassierung hier in diesem Finale. Alleine dass dieser Trick hier zum zweiten Mal klappt. Zack, durch die Beine. Und dann natürlich das Auge hier für Thomas Müller, der komplett frei in der Lücke steht hier. Scheitert vorerst noch an Weidenfeller, der eigentlich noch die wenigste Schuld oder geringste Schuld an dieser hohen Niederlage hat. Hat eigentlich gut gehalten bis auf das erste Tor. Aber wenn dann natürlich die Abwehr nicht zur Stelle ist, wenn man sie braucht, kann auch der beste Torwart nichts machen. Boateng. Schöner Zweikampf gegen Lewandowski hier. Und Mandzukic versucht Müller zu schicken. Immer noch geht es nach vorne. Die wollen hier echt die Dortmunder abschießen komplett. Das kann ich auch durchaus verstehen. Nach diesen bitteren 2 Jahren zuletzt, die sie den Dortmundern zu verdanken hatten, können sie sich jetzt natürlich den ganzen Frust mal vom Herzen ballern. Und da ist das 6:0. Mario Mandzukic macht das Ding. Absolut Wahnsinn. Müller mit dem perfekten Pass auf Mandzukic und der macht das eiskalt. Hier kann man wiederum auch Weidenfeller ein bisschen Schuld am Tor geben. Aber ich glaube, das tut auch nichts mehr zur Sache. 6:0 jetzt der Stand der Dinge. Und das Spiel dürfte jetzt langsam gelaufen sein. Robben wird noch ausgewechselt. Bei den Bayern. Und da ist der Schlusspfiff. 6:0 der Endstand im Champions-League-Finale. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat, überhaupt in der Geschichte des Fußballs.
Es ist auf jeden Fall ein sehr denkwürdiger Abend und ich glaube, spätestens jetzt hat Bayern klargestellt, dass sie wohl, wenn nicht die beste, dann zumindest eine der besten Mannschaften der Welt ist und in der Liga unangefochten bleibt. So, Spieler des Spiels ist Thomas Müller, dicht gefolgt von Arjen Robben. Und der beste Dortmunder ist unter anderem beiden Feller. Für mich war es der beste von ihnen. Er hat, glaube ich, die wenigsten Fehler gemacht. Und vielleicht jetzt noch die Tore. Tor 1 von Thomas Müller, vorgelegt durch Alaba. Dann das zweite Tor von Boateng, der schöne Seitfallzieher, vorgelegt von Müller. Robben in der 58. Minute, Vorlage von Müller. Ribéry in der 76. Minute, Mandzukic in der 83. und dann nochmal Mandzukic in der Nachspielzeit. Und die dritte Vorlage von Müller. Ich glaube, da braucht man nicht darüber zu diskutieren, dass er der Spieler des Spiels ist und wohl auch der Spieler des Turniers. Auch gegen Barca war er definitiv der beste Mann von den Bayern. Und ja, ein überraschender Abend hier. Extrem hoher Sieg. Fans sind vollkommen außer sich. Und dann hoffe ich mal, dass das am Samstag ähnlich verläuft. Bis dahin würde ich mich dann jetzt erstmal verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat, wenn ihr irgendwelche Kritik habt oder Lob oder was auch immer, schreibt es bitte einfach in die Kommentare. Damit würdet ihr mir auf jeden Fall weiterhelfen. Vielleicht könnt ihr auch reinschreiben, ob ich in Zukunft öfter solche Prognosen machen sollte. Ob ich die vielleicht ein bisschen kürzer machen sollte als 10 Minuten oder was auch immer. Was euch halt einfällt dazu. Nur wenn ihr es mir da reinschreibt, kann ich es auch eventuell umsetzen. Und ansonsten sage ich jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.